wir stehen hier in einer meiner Lieblingsgastronomien in Berlin überhaupt, einem mit der besten Fankneipen, die es überhaupt in Berlin gibt, im Doppelpass. Sprechen mit dem Besitzer Burkhard und einen der größten Fans von Hertha BSC, Matze. Wir sind noch ein bisschen niedergeschlagen. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich bin sehr niedergeschlagen, weil uns heute leider die Punkte gestohlen wurden, die wir eigentlich verdient hätten. Meines Erachtens hat Hertha heute ein hervorragendes Spiel gespielt und wir hätten eigentlich 3 Punkte verdient gehabt. Matze, was sagst du zu dem Spiel? Da bin ich Burkhard seiner Meinung und Hertha ist heute Top-Mannschaft gewesen. Zum Beispiel Ronny und Raphael. Richtig. Die waren beide die Top-Stürmer heute. Und hat uns Gagelmann verpfiffen? Ja, hat er. 100%. Also wie wir das jetzt so gesehen haben, es war kein Elfmeter. Auf keinen Fall. Der hat uns also die Tabellenführung und die Herbstmeisterschaft gestohlen. Genau. Das ist wirklich so. Ja. Steigen wir auf, Matze? Wir steigen wieder auf. Trotzdem. Mein Herz schlägt für Hertha und ich sage, wir steigen wieder auf. Burkhard, das gibt uns Hoffnung für die nächste Saison. Unsere Mannschaft, die hat sich fantastisch präsentiert in dieser Saison. Mit ein wenig Tief in den letzten, vielleicht von den 10 Spielen oder so, da waren 5 Spiele dabei, die nicht so gut waren. Ja. Aber die haben sich bekrabbelt, die haben den Spitzenreiter Aue geschlagen. Genau. Und jetzt haben sie großartig gespielt gegen Augsburg. Genau, genauso sehe ich das auch. Wir haben das Tief durch und denke mal, jetzt können wir wirklich, wirklich sehr positiv in die Zukunft gucken und denke mal, wir haben bewiesen, dass wir die Creme de la Creme der zweiten Liga schlagen können, auch spielerisch klar überlegen sind und das gibt Hoffnung. Was sagst du zu Markus Babbel als Trainer? War das bis jetzt immer die richtige Entscheidung? Na, da bei Markus Babbel bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich war also jetzt eine Zeit lang, wo ich schon fast gesagt habe, Babbel ist der falsche Mann, weil wir eigentlich dann nur noch mit U23 und A-Jugendspielern gespielt haben. Ist hervorragend, dass wir viele mal mit reinbringen, involvieren ins Spiel, aber wir brauchen noch ein bisschen erfahren, um dieses Ziel zu erreichen und ich denke mal, aber da wir jetzt auf einem guten Weg sind, jetzt hoffe ich mit Babbel gemeinsam in die erste Liga zu steigen. Steigen wir auf. Wir kehren zurück. Wir sind immer gerne Gäste in deiner Gastronomie. Ich freue mich sehr, über, auch wenn du kommst. Du bist sehr gern gesehener Gast. Dankeschön, Dankeschön. Matze, was sagst du zu Markus Babbel, dass er viele junge Spieler gebracht hat? Ich würde sagen, die Jugend muss gefordert werden und damit Hertha wirklich Leute hat, wo der Wiederaufstieg perfekt ist. Und die Zukunft. Steigen wir auf. Und die Zukunft. Wir steigen auf. Wir steigen auf. Auf alle Fälle. Wir sind einer Meinung. Wir steigen auf. Ahoi! Dankeschön. Hertha BSC!